Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo. Willkommen zurück zu Fallen Enchantress Legendary Heroes. Ich habe jetzt offscreen Pioniere hierher gerusht, habe hier einen Außenposten gemacht, habe mir damit diese Clay Quarry gekrallt, genauso wie die Iron Mine. Gehört alles zu dem Land dazu und dient uns hier jetzt so ein bisschen als zusätzlichen Anker gegen das Böse hier und auch zusätzlich so ein paar Materialien. Aber darum soll es gar nicht gehen. Es geht heute um den Battle gegen das Imperium. Und wir werden jetzt einen netten Spell machen, nämlich das, was unsere Craxis ausmacht, nämlich den Spruch Broken Loyalties. Take control of target city, cast spell, und das machen wir hier. Tadam! Und somit gehört uns nun dieses Imperium. Hat den Vorteil, dass die das nicht nutzen können, das Imperium, und wir es somit... Wo sind wir? Geht sich das aus in dem Zug? Ja, passt. Und wir können die somit in unserem Territorium angreifen. Somit haben die keine zusätzlichen Einheiten, die ihnen normalerweise dienen, das zu verteidigen, das Dorf. Sprich, die haben sonst keine andere Verteidigungseinheit. Das sind dann nur diese 8. Und die werden wir jetzt einmal schön ausschalten versuchen. Magna Deadly vs. Strong. Das muss aber gar nichts heißen, weil die haben halt eine kombinierte Superheldenarmee da. Wir haben nur normale Gegner. Jomok the Blade, das wird wohl sein größter Kampf werden. Preparing to cast. Okay, der möchte irgendwas Böses casten, irgendein Feuerball. Das wäre halt geil, wenn wir den ausschalten könnten. Wams. Okay, passt. Das war's mit dem Casten. Gibt's da hinten noch irgendeinen, der was castet? Das ist Magna, Corinne, Mergil, wie auch immer. Läuft's mal daher? Und dann könntest du natürlich gemeinsam irgendwen angreifen, zum Beispiel den Mergil. Okay. So, jetzt sind die dran. Blindness preparing to cast. Nicht unbedingt gut. Aber ich kann ihn abhalten davon. Ich kann diesen Cast abbrechen. Spell interrupted. Das wird ihm nicht gut gefallen. Pull down to earth. Das gefällt uns gerade nicht sehr gut. Look, was war denn das? Will ich's rausfinden? Ich lauf erstmal daher und wir greifen gemeinsam das Pferdchen hier an. Das gibt's ja nicht. So, Stone Skin. Okay, was auch immer. Jomok the Blade, wie weit kann der laufen? Bis daher. Es ist nicht weit genug. Kann höchstens einen Dingsbums machen, einen Throwing Knife. Das klappt noch nicht. Okay, dann komm mal daher. Ja, oder ein Feuerball. Ist auch was Nettes. So da. Bowjob, wen nehmt ihr auseinander? Das Pferdchen da? 36, alles klar. Ihr nehmt den Reiter da auseinander? Oder ist das fast zu... Bringt das was? Nehmen wir mal den da auseinander. Alles klar, geile Sache. Fire Gandalf kommt dran für Corinne oder für ihn hier? Spell Mastery 89. Mastery 80 90 oder 88 Chance, wurscht, probieren wir es. 88, 15 Schaden. Damage Defenders, ihr lauft her und könnt immerhin den da umnieten.
96 Schaden. Yeah. Als nächstes kommt ein Archer zum Sprechen. Das müssten die hier sein, okay. Und dann da kommt der Magna, der große Boss. Die Mittel Fast Russians sind nicht mal die hier aus Korn. 27 Schaden. Hm. Okay. Noch einmal Fast Russian Power und noch einmal aus Korn nehmen. 49. Schon besser. Alexander Beetle. So ein bisschen Feuer, Flame Dart oder irgendwas interrupten. Der castet gerade gar nichts. Okay, schade. Dann schmeißen wir ihm ein Flame Dart hin. Eine schlechte Resistance Chance. Klingt doch gut. Gerade da resistet er. Greift an und macht 4 Schaden. Süß. Okay, Bako. Wen zuerst aufs Korn nehmen? Ihn hier? 26. Fast Russians sind wieder dran. Ne, greift gleich den hier an. Und ihr nochmal. 40. Yes. Da liegt er. Fireball. Den Feuerball können wir auf beide gleich beschwören. Und das war's dann wohl für den lieben Magna. Und die Corinne. So, was macht ein Alexander? Der geht wieder nur im Nahkampf. Der hält. Pass. Bojob. 2 Schaden. Süß. Das Ganze nochmal. 4 Schaden. Fast Russians. From Russia with love. Mir gefällt das richtig gut. Das war's wohl für Corinne. Gotcha. Das hätte mehr Erfahrungspunkte geben müssen eigentlich als dieser mickrigen 6 und 14. Pa, guckt an, wen wir hier alle gekillt haben. Defeated Magna. Die haben somit keinen Rückzugsort mehr. Tja, und wir haben den Boss gekillt. Kein Rückzugsort mehr, weil wir uns ja mit Broken Loyalties das Städtchen gesichert haben. So. We have cut down the worthless Magna Seth. These lands are now under your domination. Oh yeah. Oh yeah, baby. Schön. Wir haben den zweiten gekillt, der war relativ leicht zu killen, der war ja schon sehr angeknackst. Ob das den beiden so gut gefällt? Hm. Was haben wir denn jetzt noch über? Kingdom, Kingdom und Empire. Wir selber sind was? Kingdom. Eigentlich sollten wir uns mit den anderen Kingdoms gut verstehen. Theoretisch. Könnt ihr mir gern... das habe ich nicht gelesen, dass es da so einen Hass zwischen Kingdom und Empire normalerweise gibt. Aber... Die haben doch auch gerade ein Empire-Blatt gemacht. Scheint wohl eher zwischen Kingdoms so einen Hass zu geben. Und dass sich Empire und Kingdom mögen. Hm. Komisch. Hostile, close. Okay, die verstehen sich gut, die beiden. Das scheint auch irgendwie wahllos durchgemischt zu sein, wenn du mich fragst. Die verstehen sich gut, ja, die wollen uns beide nicht. Die wollen uns beide ans Leder. So, und die können sich mal bald abziehen, denn das ist jetzt unser Land. Our Land. Mhm. Ja, da kann man ein Camp draus bauen. Da können wir eine schöne Mine machen. Clay Pity. Nice. One. Und hier vielleicht mal ein Durchgang. Je nachdem, ob es da einen Durchgang gibt. Nice. Okay. Coole Sache. Ja, das gehört jetzt den Weißen hier in der Nähe. Okay. Was soll's?
Bald können wir hier Drachen bauen. Und die Drachen schippern wir dann mit dem Schiffchen zum Beispiel darüber. Wäre eine Option. Es ist halt blöd, dass hier genau die Weißen stationiert sind, dass sich die da alles jetzt unter den Nagel gerissen haben. Da hätte man schneller sein sollen, bevor die Weißen das ihr Land beanspruchen, das vorher wegnehmen. Und die Frage ist jetzt natürlich, uns hier zum Beispiel niederlassen und dann das langsam verbinden. Wahrscheinlich da einfach irgendwie durchgraben und das versuchen hier zu verbinden oder da drüber, über diese Landzunge. Citizen ausbilden und die bauen, die gehen hierher. Wäre eine Idee. Okay, so. Was machen wir? Train. Und dann die Damage Defenders trainen. Wobei ich gerade eh nicht weiß, wo ich die einsetzen kann. Aber das sind da die besten Nahkämpfer, die für irgendwo kriege ich da einen Platz, wo ich die hinsetze. Und die Alternative wäre halt, warten bis Research abgeschlossen ist, Dance with Dragons, in 7 Runden. Weil ich weiß nicht, was man braucht, um einen Drachen zu rekrutieren. Ob man da irgendwas Spezielles braucht, machen muss. Egal. Nehmen wir diese Damage Defenders. Okay, dann. Und dann werden wir noch bauen. Eine Mill. Unrest 41%. Das hält sich schön in Grenzen. Cool. Das Imperium gehört auch uns. Und wir können hier außerdem einen Spell sprechen, zum Beispiel wieder unseren beliebten City-Spell, unseren Mana-Spell. Also das ist eher, ja, wäre eine Idee, oder Unrest Resisten. Ist aber eh relativ wenig der Unrest. Adds one material to the city, auch nicht schlecht. Fire Attack wäre eine Idee, Research klingt gut, aber eher die Meditation. Okay. Auch eine interessante Sache. Machen wir mal die Meditation. Casten wir die. Eine andere Sache wäre halt natürlich, das wäre vielleicht gar nicht so übel, irgend so einem Resist Unrest? Nee. One Defensive per Essence. Und da haben wir 2. Das heißt, wir hätten dann eine Defensive Leistung unserer Heroes von 8, die wir da ausbilden, und dann sind diese Damage Defenders richtig hammergut drauf mit 8 Defensive Werten zum Beispiel. Wäre ganz nice. Zusätzlich könnten wir auch einen anderen Spell machen, nämlich City Spell, diesen Heart of Flame. Denn da gibt es einen Fire Attack per Essence, das heißt auch 2. Für alle, die ich hier ausbilde. Und Fire Attack ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht für die Damage Defenders, die da richtig Hammer Dingsbums rauslassen, richtig Hammer Schaden. Und weil wir die eh gerade am Bauen sind, die Fast, die Damage Defenders, dann werden die nochmal doppelt so stark. Fire Attack plus 2. Schön. Gefällt mir. Könnten coole Damage Defenders werden. Und
eventuell die hier releasen, weil die sind ja dann eigentlich nicht mehr so gut. Hammer, Hammer, echt cool. Hat super geklappt. Ging richtig fix, dass wir die da platt gemacht haben. Was machen wir als nächstes? Die Village können wir... Nee, zuerst hier. Die Mine. Dann die Village können wir bauen. Da kommen wir derweil noch nicht hin. Okay, alles klar. Ja, klingt gut. Das klingt doch ganz gut. Wir befinden uns hier. Dann nehmen wir noch die Schamanen da auseinander, die Wildlinge. Und schauen wir gleichzeitig, was sich denn hier verbirgt. Strong versus Deadly. Warrior, Warrior, Warrior. Gibt es einen Schamanen noch? Ja, da gibt es die Schamanen. Ja, dann sollte ich das auf jeden Fall battlen. Weil die werden gleich Preparing for Cast machen. Coal Stones. Achso, da kann man nicht mal irgendwie unterbrechen. Auch super. Ich bin nicht schnell genug dort, um sie aufzuhalten. Ich kann nur schauen, was ich halt... Ja, die sind in zweiter Reihe leider, aber zumindest kann ich hier mal die Nahkämpfer aufhalten. Jetzt kommen die Coal Stones, die prasseln auf alle herab von uns. Oh, Alexander kriegt ordentlich am Sack. Ja, für den wäre mehr Initiative natürlich geil. Disrupten bringt jetzt leider nichts mehr. Die haben alles gespoked, was sie spoken wollten. Dann kriegen die halt so ein Flammenschwertchen rein. Zum Beispiel die da hinten. Ach, na süß. Also Alexander ist wirklich ein bisschen nutzlos. Coal Stones sind schon stark, aber zum Glück haben wir da genau die richtige Armee dafür verwendet. Die haben eine gute Verteidigung, einen guten Verteidigungswert. Denen war das jetzt gerade relativ egal. Chomok, kannst gerne herkommen. Pull down to earth, machen wir das noch. Die sind im Grunde eh schon des Todes. Wir wollen gerne noch dabei helfen. Mit dem Schamane machen wir jetzt mal das Ding aus, dass der nicht wieder irgendwelche Coal Plates rufen kann. Doch komm her, Schamane. Im Nahkampf. Yeah, Bash. Schlechte Idee. Fire Gandalf. Einfach mal auf die am Boden liegenden drauf zwirbeln und komm schon mal in den Nahkampf und goodbye, guten Einkauf. Hammer, 24, fast Level up, das gab schöne Erfahrungspunkte, nett. So, ich werde... wie mache ich das mit den Citizens? Möchte ich noch Citizens bauen? Die ich da so langsam heranbringe an diese City? Wäre fast eine coole Idee. Da zum Beispiel eine City bauen, da eine City bauen. Oh yeah, wir können übrigens die Twilight Bees bauen. Das hat gerade Priorität, würde ich fast sogar sagen. 2%, naja, okay, es geht so. Achso, das braucht 45 Seasons, um es zu beenden. Unrest und Zone of Control ist natürlich auch immer geil, das sollten wir vielleicht rushen. Es gibt ganz schönes Geld, aber Unrest ist nie gut für so eine Stadt. 82%, okay.
Research eventuell, oder nee, wir machen den Unrest hier wieder. Passt. Minus 2%. Generell, das klingt doch auch ganz cool. Tja, und ihr könnt euch dann mal verziehen da. Das ist jetzt unser Imperium. Muhahaha. Das hat wirklich gut geklappt. Speichern wir das Ganze mal. Und die Damage Defender Einheit kann sich jetzt überlegen, wo sie nun zuschlägt. Ob sie ja, den Weißen den Chaos macht, ist wohl nicht die beste Idee. Aber ob sie da irgendwo nach hinten läuft. Die zwei Städte sind halt dann wirklich gefundenes Fressen, oder diese zwei. Der Außenposten vor allem und diese Städte hier sind dann gefundenes Fressen für die Weißen, sollten sich die überlegen, uns anzugreifen. Das Gute ist ja, dass wir derweil einmal relativ close mit denen sind. Das wollen wir auch derweil gar nicht ändern. Die dürfen gerne weiter existieren. Jetzt geht es dann erstmal den Gelben an den Kragen. Beziehungsweise werden uns die irgendwann den Krieg erklären. Und da müssen wir halt dann schauen, dass wir relativ schnell bei denen sind. Und dass wir da relativ schnell was bewirken können. Vielleicht sogar aufs Schiff und vom Schiff dann darüber. Und das Ganze dann von dieser Seite angehen. Essenz 1, okay. Mhm. Als Idee, obwohl die eher hier schwächer sind. Das überlege ich mir noch. Aber Krieg erklären, wer rückt in nahe Zukunft? Machen wir mal den nächsten Turn. Jetzt soll es schön, schön Kohle geben. Durch unsere neue City. Mal schauen, wer uns jetzt den Krieg erklärt. Da war mal niemand. Traut sich wohl gerade keiner so recht. Fame dauert noch ein bisschen, bis 1600, bis der nächste Hate kommt. So, und was krallen wir uns hier? Shaman of the Wildling. Wir haben Fame bekommen und zusätzlich zu mehr Heilung, wenn man ein Heilspell wirkt. Nice. Entweder die Wildlinge killen, die da gerade so im Weg rumstehen. Auto-Resolve. Kein Problem. Auch halb angeschlagen. Genau, und dann werden wir da so der Reihe nach einfach mal 60 Metall. Da gibt es viel zum Holen. Coole Sache. Das freut mich. Das freut mich. Die sind gerade auf einem Räubertrip. Und diese Guardian Statue, die werden wir auch noch ein bisschen kalt machen. Aber halt andererseits, das hat denen jetzt Tür und Tor geöffnet für zu uns. Und das hatten sie sowieso schon, die Gelben, aber jetzt werden, oder die Lilanen eher. Jetzt könnten die Lilanen da mal durchstechen. Die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, gegen die Mobs zu kämpfen. Könnte ich mir vorstellen. Wo laufen diese Pioniere rum, ey? Völkerwanderung. Die waren wahrscheinlich voll sauer, dass wir ihnen da was weggenommen haben. Daher? Ernsthaft? Die haben... Was? Machen sie noch Lower Land oder... Ja. Die sind ein bisschen aggressiv, die Gelben. Die setzen sich auf jede Landzunge, die nur irgendwie noch nicht in ihrem Territorium ist, nur um diese Clay Quarry zu holen. Das finde ich übertrieben. Ja, hätten wir auch machen können. Hätten wir eigentlich auch machen können. Aber ich habe einfach darauf getrustet, dass die irgendwann noch stärker werden. Die gibt's ja nicht, die schnappen uns alles weg da, ey. Das werdet ihr noch büßen. Liebe Leute, ich habe die Kellos-Armee da. Die hat gerade ein bisschen herumgemengt da durch die riesen Boss-Triraden. Also die wird es euch nicht leicht machen. Das sei schon mal so vorweg genommen. Und ein paar andere Armeen habe ich auch noch, die ein bisschen was drauf haben. Das eine oder andere.
Tonoka. Tonoka. Sind auch weiter auf... eine Pferdekutsche fährt vorbei. Schön. Sind auch weiterhin auf daran, alles zu erforschen. Der Troll läuft noch immer nach. Wartet auf mich. Irgendwann kriegt er die. Ja, die laufen mir ein bisschen zickzack gerade. Oder gleich. Sollte sich dann schon bald ausgehen. Mercenary, der kommt auch bald. Der schafft's auch bald. Ist auch bald bei der Musik. Wenn es vielleicht dann gegen den Gelben geht. Drache, ja, den müssen wir auch noch bald kalt machen. Was haben wir sonst noch? Ich klicke da gerade so durch alle Einheiten durch. Mal schauen, wer noch nichts zu tun hat. Wollen wir den Kampf auch noch in der Folge machen? Eigentlich müsste ich ja schon weg. Das wird sich wohl nicht mehr ganz ausgehen. Das wird sich wohl nicht mehr ganz ausgehen, den Kampf hier noch zu machen. Das wird auch nochmal richtig spannend, ob wir das schaffen. Ob der Sef den Kampf hier gewinnen kann. Das ist so das erste Indiz, wie stark die sind. Chomok, krall dir den mal. Plus 1 Fame und ein Stab, den... Oh, geil. Trade. Warte mal. Kann den nicht der Alexander gut gebrauchen? 10 Attack, 5-5. 10 Attack, 5-5, minus Quit. Und allows irgendwas to flame da. Genau dasselbe hat er schon. Toll. Oder nicht so toll. Na gut. Anyway, ich sag mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Man sieht sich.